Gemeinde Feraldorf will an der Hintergasse 9 bis 11 Alterswohnungen bauen. Wilfriedot, wieso investiert Feraldorf in den Bau von Alterswohnungen? Das Altersleitbild von Feraldorf zeigt deutlich auf, bei uns mangelt es an Alterswohnungen. Dem will der Gemeinderat entgegensteuern. Im Jahr 2017-18 soll an der Hintergasse ein Neubau mit 9 bis 11 Alterswohnungen entstehen. Zudem ist die Gemeinde Feraldorf vor vielen Jahren aus dem Nachlass vom Verein Freunde des seligen Herrn von Campagne begünstigt worden. Der Nachlass ist für wohltätige Zwecke zu verwenden. Der Gemeinderat hat bereits beim Verkauf von dem Grundstück im Unterdorf entschieden, dass der grösste Teil von dem Erlös für den Bau von Alterswohnungen einzusetzen ist. Kann man schon sagen, was für ein Bau genau soll entstehen? Das Gebäude mit den Alterswohnungen wird als markanter Bau einen weiteren wichtigen Akzent im Dorfzentrum setzen und mit den Bauten am Hechtplatz und beim Kielerparkplatz eine ansprechende Einheit bilden. Der Gemeinderat beantragt an der Gemeindeversammlung einen Projektierungskredit von 280'000 Franken für das Bauvorhaben. Was wird mit dem Geld gemacht? Die vorliegende Projektstudie soll überarbeitet werden. Ein Vorprojekt und Bauprojekt erarbeitet und die Kosten sollen ermittelt werden. Es ist geplant, durch eine Abstimmung über den Baukredit im Jahr 2016 durchzuführen. Das Architekturbüro, das das Projekt soll realisieren soll, ist schon bestimmt. Es sind die Architekten von der Hirzel AG in Zwetzigen. Wie ist man auf die Architekten gestossen? Im Rahmen eines selektiven Verfahren, es war ein zweistufiges, mit Projektstudien sind vier Teams zur Erarbeitung einer Projektstudie eingeladen gewesen. Der Gemeinderat hat dann den Auftrag von der Planungs- und Baukommission, das Planungsteam Architekten Hirzel AG Wetzikon mit der Ausarbeitung des Bauprojekts beauftragt.